Miau, willkommen zurück mit Alan Wake bei Alan Wake. Auf dem Weg zum Cauldron Lake. Oh mein Gott, es hat sich gereimt. Suddenly LKW. Oh Gott. Das sind wieder die Schnellen. Uah. Die hasse ich ja. Nee, ich hasse diese Schnellen. Wie soll man denn gegen die kämpfen? Wuchser, ey. Achtung, er kommt. Die Zeit muss sein. Fuck. Vollassi. Vollassi. Hallo? Zack, 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 tot bin ich. Und nur weil ich hier das Ding anschalten wollte. Und einmal verkackt habe. Ja, sonst hätte ich es geschafft. Mist. Oh, was ein Scheiß. So ein käsiger Mist. Achtung. Doch nicht Achtung. Ich dachte, hier wäre schon der... Jetzt wohl. Alles klar. Boah, bam. Ja, Mist, das kannst du laut sagen, Alan. Ich find's auch ganz schön mistig. Achtung. Ah, Achtung, nein, das ist so gemein, dass die einen hier schlagen können. Ich habe hier keine Chance, die Lampe anzumachen. Das gibt's nicht. Ich hätte mal die anderen ausrüsten sollen. Die ganz normalen Leuchtfackeln, dann hätte ich die abhalten können und die Lampe anmachen. Aber wir kriegen ja wieder Goodies. Was soll's? Was soll's? Ist schlecht. Ich hatte schon wieder die Guten ausgerüstet. Das ist nicht gut. Oh Gott. Es fällt Bäume. So wütend ist es schon. Na, jetzt hätte ich gerne die Guten. Scheiße. Aua. Nein. Ihr haltet ganz schön viel Licht aus. Das ist schlecht. Alter. Wo ist der andere? Wo ist er denn? Da ist eine Thermosflasche, die ist mir gerade tatsächlich ziemlich egal. Achtung. Schon wieder der, ne? Das ist nicht fair, wenn der durch mich durchrennen kann. Dann kann ich ihn nicht mit der Taschenlampe erwischen. Richtig großer Scheiß ist das. Scheiße, warum habe ich denn die Waffe ausgerüstet? Okay.
Ah. Ja, wer hätte gedacht, dass der Moment kommt, in dem ich eine Thermosflasche stehen lasse hier. Ich nicht. Die sind halt auch eigentlich zu schnell dafür, ne? Also für die Leuchtpistole meine ich jetzt. Von wo denn? Und warum killst du mich so schnell? Und jetzt ist er nicht tot! Das war meine verdammt nochmal beste Waffe. Und du stirbst nicht. Oh, was ist jetzt passiert? Ich habe gar nicht gesehen, wo ich hingelaufen bin. Gib mir den Kontrollpunkt. Scheiße. Okay. Oh Lord. Durchatmen ist, glaube ich, die Woche nicht drin. Ich bin wirklich mal sehr gespannt, wie schwer der Endgegnerkampf ist, wenn der Weg zum Endgegnerkampf so bösartig ist. Zeig mal kurz. Okay, wir haben echt nicht mehr viele gute Sachen. Ich hoffe mal, wir kommen hier mit durch. Wohin auch immer wir müssen. Schon da hoch. Nein, nein, nein. Geht doch nicht aus. Ach, mein... Na gut. Mein Kontrollpunkt ist hinüber. Was? Oh Gott! Ein Zug. Nee, ein... Doch, ein Zug. Okay. Wir rennen einfach mal weiter. Gut zu wissen. Jetzt habe ich auch gesehen, wo es lang geht. Was ein Scheiß. Okay, also mehr als sprinten ist hier aber auch nicht, ne? Okay, vor allem jetzt nicht sprinten. Wir brauchen Ausdauer. Können wir uns hier noch umsehen? Nein. Hoch, hoch, hoch. Oder hier hinten bleiben, ist auch geplant. Ist sogar dezent. Oh nein. Ein Bus. Wehe, du wirst lebendig. Ah. Warum wirft das Dunkle mit Schiffen? Hier sind wieder Sachen zum Explodieren. Lass, Scheiße. Alter. Lass mich nicht gegen das Kriegsschiff kämpfen. Das wäre sowas von zu viel des Guten. Krass. Kann ich da rein? Sieht's aus, als hätte ich hier eine Leiter gebaut, aber es geht, glaube ich, nicht. Lieber hoch zum Kontrollpunkt. Der auch gar nicht mehr so einfach zu finden ist. Nee, ich meine, wahrscheinlich nicht so leicht zu erreichen ist. Okay, ist er doch... Und ich höre schlimme Geräusche. Hier ist ein Feuerchen. Es wirkt ganz nett, aber da hinten ist wieder Strom. The darkness wears her face. Tut es. Runter oder hoch? Hoch. Mhm. Nee, ich will nicht die Pumpgun. The darkness controls the taken. Es steht immer das gleiche hier. Warum eigentlich? Okay, ich glaube, wir müssen hier hin. Ja. Ich habe so ein bisschen Angst. Ich habe ja schon gemutmaßt, dass wir wahrscheinlich nochmal gegen irgend so ein böses Gefährt kämpfen müssen. Da hinten ist wieder was zum Anschalten. Und da vorne links, oh Gott, auch. Okay. Nein, 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 wo kommt denn der Kettensägenmann her? Ich höre ihn.
schön, ihr seid viele. Wird kuschelig dann wohl. Und wenn du mir die Leuchtpistole gibst, dann werde ich sie auch benutzen. Hä? Moment. Schieß doch! Die ist irgendwie nicht so gut, ne? Achtung, 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 Achtung! Knappe Kiste. Du lebst ja noch! Scheiße. Warum steht denn der wieder auf? Wenn er eins mit der Leuchtpistole überkriegt, was ein Arsch. Okay, dahinter brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch gar nicht, denn das müssen wir erst anschalten. Ich gehe aber, glaube ich, zuerst da dran. Naja, Revolver und Batterien ist nicht so das Wahre für den Kampf gleich. Nehmen mal die da. Was? Habe ich die noch nicht? Gegenstandslimit erreicht. Scheiße. Meine Hassnachricht hier. So, nehmen wir erstmal in aller Ruhe die Sachen. Ich überlege, ob ich die zu mir herkommen lasse und dann einfach so eine Granate hier hinfallen lasse. Weil hier habe ich jetzt nichts mehr zum Zerschießen an Fässern. Naja, wir probieren es wohl aus. Weil das richtet nicht so viel an, ne? Das seht ihr. Den hat's erwischt. Mit Strom. Das war ganz nett. Der da noch? Der hat letztes Mal schon ausgehalten. Okay. Oh! Surprise. Motherfucker. Wo ist er? Wo ist er? Der letzte, ne? Der hängt, glaube ich, gerade wieder irgendwo fest. Ja, komm. Du bist ein Feigen. Wo bist du denn? Hab dich. Okay. Wir wissen wohin, also gehen wir einfach schnell dahin. Ich möchte nicht auf noch mehr Gegner warten. Alter, da ist was schon. Ist es still? Ich hätte gedacht, während der Aufzug runterfährt, hätten wir hier nochmal Kampf, aber ist nicht so. Untypisch, okay. Ist immer blöd, wenn wir Episoden haben, in denen komplett nur gekämpft wird, ist es immer schwierig, was Schönes. Natürlich geht das Licht aus. Was Schönes für die Thumbnails zu finden. Wo geht's raus? Machst du damit auch die Tür auf? Nein, tust du nicht, aber ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Okay, okay, Leute, wir fahren noch mal eine Runde Aufzug. Scheiße. Und lassen da oben noch mal vorlesen. Zum Ende der Folge. Das dauert auch, ne? So, noch mal hoch. Und wo ist jetzt der Ausgang? Da ist zu. Hier auch, hier auch. Ich glaube, da. Ist mit Kamerawinkel und Schatten auch gar nicht mal so angenehm zu sehen. Hier geht's nicht raus. Hier. Schön. Der Weg durch den dunklen Ort. Nachdem Zane weg war, stand ich allein in dem wogenden Traum, der dieser dunkle Ort war. Ich musste einen Weg zur Hütte finden. Ich hatte mir im Manuskript einen Weg durch diesen Ort geschrieben. Ich folgte der Idee eines Weges.
Ich hatte mich über den Ozean geschrieben, der mir den Weg versperrte, und so gab es eine Brücke zur Insel dahinter. Die Vorstellung der Hütte flackerte in der Finsternis unter Wasser. Ich wollte, dass die Hütte real war. Also war sie es. Ich hoffe, wir erreichen die Hütte bald mal. Aber ihr Lieben, der Part ist vorbei. Schaltet unbedingt morgen nochmal ein zum finalen Part der Woche. Noch nicht der finale Part des Spiels, aber ich glaube, allzu lange ist es einfach echt nicht mehr. Es ist und bleibt spannend. Bis morgen. Ciao, ciao.